Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Supercell hat gestern ja ein Balancing-Update bekannt gegeben, was im Juni rauskommen soll, hauptsächlich fürs Heimatdorf. Und ich wollte einfach mal sagen, was ich davon halte. Als ich das gestern gelesen habe, war ich, muss ich sagen, sehr bestürzt. Nebenbei schauen wir uns aber schon mal hier im Clankrieg so ein bisschen um. Ich habe hier richtig mies angegriffen, muss ich sagen. Hab gedacht, ich verschaffe uns noch einen Vorteil, indem ich ganz, ganz hoch angreife, nämlich, ich glaube, hier die 4. Das ist so richtig nach hinten losgegangen mit 30%, weil wir unten schon etliche Vorteile haben, denn hier unten haben wir ein 7er, glaube ich, und 2 8er. Und deswegen waren wir hier eigentlich fast der Meinung, das müssen wir noch weiter ausbauen, den Vorteil. Aber um auf die Balanceänderung zurückzukommen, so nennt Supercell das Ganze ja. Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, was ist das? Ja, natürlich gibt es was für Rathaus Level 11 und auch ein ganz, ganz kleines bisschen für Rathaus Level 10. Aber so wie ich das sehe, ich erzähle das mal so ein bisschen aus meiner Sicht, RH10, die RH11er werden es noch einfacher haben, uns RH10er zu dreiern. Und wir RH10er werden noch mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt 2 Sterne bei einem RH11er zu holen. Das liegt natürlich daran, neu wird kommen Kanone Level 15, es wird kommen ein Bogenschützenturm Level 15, die sind ja sowieso mit 14 jetzt schon, finde ich, sehr, sehr stark. Es wird kommen der Inferno-Turm Level 5, das heißt also, die Spanne zwischen 10 und 11 ist dann auch da schon 2 Level höher. Also das finde ich schon sehr, sehr krass. Natürlich sind die Verbesserungsdauern und Kosten dementsprechend um die Sachen darunter etwas verringert. Um den Ganzen noch eins draufzusetzen, warum haben es die Elfer demnächst noch einfacher, auch wenn sie vielleicht mit den Truppen gar nicht angreifen, die hier jetzt nochmal ein Level-Update bekommen, aber der Packer Level 6 wird sicherlich nochmal so ein bisschen gehypt, damit der auch wieder ein bisschen mehr genutzt wird. Er ist nicht schlecht im 9er Bereich, 8er Bereich, im 10er, 11er Bereich sieht man ja doch eher selten. Magier Level 8, das finde ich eigentlich nicht sehr schön, denn der ist mal gerade so angehoben worden auf 7, kriegt jetzt noch ein Update auf 8. Und das einzig Positive natürlich für die Elfer ist, ich glaube, ich habe es in einem Video schon angesprochen, der Heiler kriegt jetzt endlich sein Level dazu. Der ist ja nun wirklich schon ewig auf Level 4 und bekommt ein Level auf Level 5 dazu. Ja, und was kriegen die 10er? Die 10er kriegen immerhin den Tunnelgräber auf Level 3, dafür kriegen die Rathaus Elfer den auf Level 5. Im Umkehrschluss muss man sagen, dass so kleinere Zehner, also so, ich nenne sie mal so, das dürft ihr mir jetzt nicht übel nehmen, so Rusher Zehner, ja, Zehner Queen, Zehner King, Rathaus 10, ganz nette Dev, die werden jetzt natürlich mit einem Tunnelgräber auf Level 3 ganz, ganz easy Maxed Out RH9 machen, wenn sie die nicht sowieso schon vorher gemacht haben. Und für die wird es also nochmal an der Stelle einfacher. Mauerbrecher kriegt auch noch ein Update auf Level 7. Das heißt also, die Max-Truppen beim RH10 schwinden fast ins Nichts. Also es gibt nicht mehr viel, was wir noch auf RH10 dann als Max haben. Drachen wurden auch nochmal erhöht. Also die Trefferpunkte der Drachen 4 bis 6. Und auch die Schweinereiter 6 und 7 kriegen nochmal eine leichte Trefferpunkteerhöhung. Ich weiß nicht. Also ich habe wirklich im ersten Moment gedacht, oh Gott, ich kassiere sowieso schon immer 3. Ja, auch in diesem CK kassiere ich natürlich 3 vom Elfer. Da kann ich auch irgendwelche Bases hinstellen. Das ist einfach so. Ist der Elfer gut? Das war hier Max Out Elfer. Dann dreiert der mich. Ja, überhaupt keine Frage. Und ja, wie gesagt, mein erster Eindruck. Also ich war gestern, muss ich sagen, ja, nicht erschüttert, aber ich habe gedacht, ah, was ist denn das? Das ist ja für mich jetzt kein Balancing-Update. Ja, welche Balance wird denn hier jetzt eigentlich abgedatet? Nur die von den Elfern. Die Elfer werden angehoben. Ist ja auch richtig. Man hätte vielleicht nicht ganz so viel gleich auf einmal machen müssen. Das hätte ja gereicht, wenn man jetzt sagt, du, wir machen erstmal die Kanone und wir machen von mir aus erstmal den Heiler. Ja, ich denke mal, dann das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Und nee, so haben sie mehrere Devs hier gleich angehoben oder werden mehrere Devs anheben, während
mehrere Truppen gleich anheben und das finde ich schon, ja, ich meine, wir als Zehner werden es demnächst, wie gesagt, noch schwerer haben, überhaupt 2 Sterne bei einem Elfer zu holen. Und der Elfer, gerade in den Kriegen hier oben, wo du mit einem relativ hohen Zehner doch sehr hoch gelistet wirst, wirst fast immer 3 vom Elfer kassieren. Also das ist einfach so. Und wenn du dann selber nicht so gute Elfer hast, die das Gleiche machen, dann dann sieht das ganz mau aus, muss man mal so sagen. Auch bei uns hier ist das keine Selbstverständlichkeit, dass hier die Elfer Zehner dreiern. Und deswegen wird das sicherlich eine ganz schwere Kiste demnächst werden in den Clankriegen. Aber wir sehen hier den Loki, wenn er seinen Angriff sieht. Du hättest gar nicht aus dem Clan gehen brauchen. Er ist nämlich jetzt im zweiten Clan unterstützt da. Im ersten Angriff hat er seine Verbindung verloren. Im zweiten Angriff macht er aber dafür alles richtig, auch wenn er jetzt noch gegen die Feger kämpfen muss. Aber schön nochmal am Ende hier den Heil geschmissen. Da hat er, glaube ich, meine Videos geguckt. Ich nehme ja auch immer gerne den Heil, um nochmal so die letzten Loons hier durchzuheilen bei meinen Gola Loons RH9. Und das hat er richtig gut gemacht hier. Aber er unterstützt uns jetzt hier im zweiten Clan. Ist natürlich auch an der Stelle super. Und so waren das hier 18 auf 16. Richtig schöne 3 Sterne von ihm. Keine Frage. Toller Gola Loon, wenn auch am Ende sehr eng, glaube ich, mit der Zeit. Ich hab's nicht mehr ganz im Blick, den Angriff. Aber trotzdem toll gemacht. Okay. Ja, der Krieg hier ist ein bisschen vom Murks, muss ich sagen, was die Angriffe teilweise angeht. Der Iceman hier mal wieder am Start. Der levelt im Moment auch nur seine Helden, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde. Aber macht das so ähnlich wie ich. Spielt dann natürlich keine CKs mehr mit. Und hat aber jetzt gesagt, Mensch, meine Pötte sind zwar wieder voll, aber ich muss mal wieder ein CK mitspielen, sonst kommst du auch ganz aus der Übung raus. Und er wählt hier mal eine Kombi, die sehr, sehr schick ist. Nämlich die Kombi mit den Hexen und Heilern. Ja, das sieht man nicht sehr häufig, aber wenn man die Truppen dafür hat und wenn die Base es dann auch hergibt, dann macht es natürlich auch mal Sinn, genau so eine Truppe hier zu nutzen. Und ich war mit dieser Truppe im RH9-Bereich noch nicht erfolgreich. Also da ist der Eis mir ein vor. Ich habe es noch nicht geschafft, die Mann zu dreiern mit dieser Kombi. Aber habe schon etliche Dreier kassiert mit dieser Kombi auf meine RH9-Bases. Also so schlecht kann sie nicht sein. Und man sieht das hier auch mit den Bowlern. Also die Tanks heißen hier natürlich die Skelette der Hexen. Also kein, ein Golem war, glaube ich, doch dabei. Ein Golem war dabei. Aber letztendlich machen es hier die Mini-Tanks, nämlich die kleinen Skelette der Hexen. Und richtig tolles Ding hier sehe ich gerade. Ich habe den Angriff auch noch gar nicht gesehen. Wir hauen ihn mal auf doppelte Geschwindigkeit, um mal zu gucken, ob das am Ende knapp war oder eher nicht. Aber die Heiler sind auch noch mit dabei, sterben allerdings vermutlich jetzt von der Luftabwehr. Ja, da sind sie weg. Und jetzt machen es echt die Hexen hier. Die Hexen sind hier. Oh, der King ist auch noch voll. Ach, die haben den King nochmal richtig hoch geheilt. Der war ja eben in der Mitte am Tanken. Und das ist natürlich auch klasse, dass der jetzt auch noch mit am Start ist. Queen macht jetzt noch den restliche Defek aus der Distanz. Jawohl. Super 3 Sterne hier von Iceman auf die Nummer 13. Toll gemacht, Ice. Daumen dafür ganz nach oben. Und hier im oberen Bereich, ihr habt es ja eben gesehen, 30% von mir, das war ein Schuss nach hinten. Auch der, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube es war, das war auf die 5, da hat der Matze hier auch erst eingeholt als RH10. Wir wollten einfach ein bisschen höher gehen, um uns noch einen weiteren Vorteil zu verschaffen, aber wie gesagt, das ging so ein bisschen nach hinten los. Und der Hocker hat sich die Base dann heute Morgen einmal vorgenommen. Mal gucken, wie er hier vorgegangen ist. Ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen, weil ich auch erst sehr spät jetzt zum Aufnehmen komme. Ich habe gestern ganz lange hin und her überlegt, was nimmst du jetzt eigentlich auf, weil ich ja recht zeitnah meine Folgen aufnehme, um euch möglichst viele Clankriegsangriffe zu zeigen. Aber ich habe gedacht, das Update, das kannst du jetzt nicht einfach so links liegen lassen. Dann denken die Leute auch, das geht an mir vorbei. Aber das ging nicht an mir vorbei. Ich habe lange überlegt, was kann ich dazu sagen. Und habe jetzt, wie gesagt, einfach mal meine Sicht dazu erklärt. Ich denke,
der ein oder andere Zehner sieht das ganz, ganz ähnlich, dass er jetzt vielleicht doch, dass etliche jetzt auf 11 gehen irgendwo, weil sie ihre Chancen auf 10, weil sie die jetzt gar nicht mehr sehen, weil die jetzt noch geringer werden. Und klar, die kleinen Zehner werden sich jetzt die Hände reiben. Hurra, Tunnelgräber auf 3. Damit rocken wir hier die ganz hohen 9er Bases. In Clankriegen ist das, kann das entscheidend sein. Ja, also das darf man nicht verkennen, dass hier auch hohe 9er gedreiert werden und unsere 9er oder überhaupt die anderen 9er schaffen jetzt die 9er Bases des Gegners nicht. Also das ist nicht ganz ohne. Und deswegen finde ich, kann man das auch ruhig erwähnen, dass das schon eine Bereicherung ist für, ja, ich will nicht sagen kleinere Zehner, ich werde den Miner jetzt auch leveln, hatte den jetzt sowieso ins Auge gefasst zum Level-Update. Ich glaube, in einem Tag läuft mein Eilzauber auch aus und ich spare im Moment auch ein wenig Elex, auch wenn ich hier oben noch in der Liga bin. Ich glaube, Titan League, Leute, das werde ich nicht machen. Ich muss erstmal weiter meine Truppen leveln und meine Mauern machen, denn meine Def ist maxed out. Ihr habt das im Video vorher schon gesehen. Ich hatte nur noch eine Luftmine zu machen, die ist jetzt ja auch fertig geworden. Und so wird mir nur noch das Rathaus hier angeboten zum Upgraden. Und das mache ich noch so lange nicht, wie meine Truppen laufen. Und ich denke mal, so lange wie meine Truppen noch im Labor laufen, so lange werde ich auch noch für meine Mauern brauchen. Ich möchte ja auch noch ein paar schöne CK spielen. Und ich hoffe, sie werden auch mal wieder für mich schön. Aber super gemacht hier vom Hocke. So geht das. Wunderbar. Super. Angriff hier 43, 38 für den Gegner. Er hat nicht mehr ganz so viele Angriffe. Dadurch, dass natürlich hier unten auch die 6 Angriffe hier schon alleine fehlen und der Gegner bei uns etwas kompensieren musste. Ich sehe das Ganze wie immer zuversichtlich. Ihr wisst das, ich habe manchmal auch die Sonne am Popo und würde aber sagen, das ist gewesen von dieser Folge. Wie gesagt, hier oben einmal reingeklickt, 5 Bauarbeiter frei, nur noch das Town Hall hier zu machen. Es wird sicherlich weitergehen in meiner Base. Es werden jetzt nicht die nächsten 128 Folgen übrigens Mauern kommen, sondern ich habe schon einige Sachen vorbereitet für euch. Dorfbesuche, Zuschauerfights etc. Bleibt bei mir dran. Bis dahin, euer Toto. Flasht.